suchen, den haben wir schon gefunden im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, und zwar in Form von frischem Obst und Gemüse. Das ist eigentlich so. Das Leben, meinst du? Nee, auch die Ernährung eigentlich, wenn man es make it simple, oder? Wobei, du machst ja immer 16:8, glaube ich, ne? Ja, da kommt auch wieder das Theater, kommt mir da zugute, weil dann ist das zwangsweise schon 16:8. Weil ich um 5 Uhr das letzte, also um 17 Uhr das letzte, was esse vor der Vorstellung. Ja. Und dann erst morgens wieder Frühstück. Und dann spielst du befreit auf, ohne Aber Magengrummeln. Hallo. Guck mal hier, Magengrummeln kriegt man tatsächlich beim Unwort des Jahres. Pushback ist es geworden. Uni Marburg hat es jetzt ausgelost. Also der Begriff, und das sagt die Jury, verwendet diesen Ausdruck, weil mit ihm ein menschenfeindlicher Prozess beschönigt wird. Also es geht natürlich um Menschen, die schutzsuchend sind und an den Grenzen wieder zurückgeschickt werden. Genau, das ist das Aktuelle. Es gab 1300 Einsendungen, 454 unterschiedliche waren dabei. Also von daher, das Unwort des Jahres steht fest. Okay. Hast du ein positives Wort zum Ende der Sendung, was dich durch dieses Jahr trägt? Weil wir sind ja noch in der Woche oder in den ersten 2 Wochen, wo man über die Vorsätze des Jahres spricht. Zuversicht. Oh, guck mal, das passt. Und Frohsinn. Ja, sehr schön. Und gleich Dankbarkeit 2. Und Demut. Noch ein paar Sachen? Auch. Ich merke schon, positiv eingestellt im Leben bist du sehr. Und Melanie sagt auch, unglaublich sympathisch. Ich finde es toll und bewundernswert, wie du deinen Weg gegangen bist. Und dich nicht von den Vorurteilen und negativen Kommentaren hast unterkriegen lassen. Nee. Nein, auf keinen Fall. Das macht einen nur stärker. Ja. Sie freut sich aufs Theaterstück auch. Und ich weiß, so ein bisschen Proben tun ja auch mal ganz gut, ne? Ja, ab morgen geht's los. Also so viel Proben müsst ihr gar nicht mehr. Nee, wir haben jetzt 5 Probentage, weil es eine Wiederaufnahme ist. Also man muss natürlich den Text irgendwie jetzt aus der letzten Festplatte da hinten wieder hervorholen. Aber erstaunlicherweise... Aber wie arbeitest du da? Also arbeitest du eher das Stück dann für dich ab oder liest du den Text wieder so? Ich kann unheimlich gut auswendig lernen. Mhm. Und ich habe auch bemerkt, also ich habe natürlich schon angefangen, das wieder hochzuholen sozusagen. Es ist ganz viel da. Also das Gehirn ist ja auch faszinierend, was das alles speichern kann. Wie gesagt, letzte Schublade da hinten irgendwo ist der Text. Und ich schaue mir dann immer ein Video an und dann spreche ich mit. Also das Video von dem Stück. Ansonsten hast du einen Stundendiener, schreibst dir ein paar Spickzettel, oder? Nee, nix. Nein, das geht schon irgendwie. Aber wir haben natürlich auch noch einen Regieassistenten, der uns hilft. Und eine Soufflöse, oder? Die gibt es nicht mehr. Abgeschafft worden. Mensch, dann muss man doch ins Theater gehen und dann souffliert man einfach mit, weil viele haben das Stück schon gesehen. Ja, aber die Spontanität kommt ja auch da. Wird ja von den Zuschauern auch geliebt, dass man einfach mal reagiert, wenn was schiefläuft. Das lieben die Leute. Wir sagen toi, 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 das wird super am 18. Danke. Viel Spaß im Theater und allen, die halt hingehen. Und wir sagen tschüss, ja, die Regie und auch die Kameraleute winken schon. Auch wir hätten da noch ein bisschen was. Tschüss. Tschüss.